Willkommen zurück, Leute, zu GTA 4 Part Nr. 4? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Egal, weiter geht's. Zuletzt haben wir mit Michelle abgehangen und ein kleines Date gehabt. Haben Roman sitzen lassen, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir fahren jetzt mal zu Roman hin und erklären die ganze Situation, falls es zu einem Gespräch kommt. Ich weiß es nicht mehr. Ansonsten, ja. Michelle ist schon ein seltsames Mädel. Ich meine, wer lässt bitte Aufkleber an seinem Sofa dran oder allgemein an Möbel? Ob sie uns weiter zu verheimlichen hat, werdet ihr auch später bekommen. Und ihr Secret. Fakt ist, das Mädel hat es faustig hinter den Ohren, was wir dann bekommen werden. Sehr viel später. Aber ich finde, wir sollten öfter mit ihr ausgehen. Denn, ja. So eine Bekanntschaft macht sich ja bekanntlich belohnt. Aber wird wahrscheinlich belohnt. Insofern. Ja. Also fahren wir zu Rome. Ins Krankenhaus. Drehen ab. There is the man who just cooked before his cousin. I hope she was worthy. Will you drive me back to the office, cousin? Und ob es sich gelohnt hat, Roman. Das war echt ein Erlebnis. Ich habe sie beim Bowling fertig gemacht. Tell me how she was. I wondered about Michelle when I first met her. If she was not a friend of Mallory's, it would be me with the smell of titty on my breath and you who ended up in hospital. Firstly, Roman, my breath does not smell of titty. Secondly, I don't think that your loan shark friends could hospitalize me. I can look after myself. All the more reason why I should have hooked up with Michelle. Everyone would be a winner. Yes, well, I will not let these men treat you like that again. I'm sorry for letting you down, Roman. Ehrlich gesagt bin ich das. Tut es mir persönlich nicht leid, aber. Roman, I apologize again for not being there for you. You've done a lot for me since I got here. The choice between some titties and your safety would have been difficult for me as well. Don't worry, Nico. Call me soon. Zumindest ist Mallory nicht sauer auf mich und alles ist schick. Roman hat mich verziehen. So muss es sein. Ich finde die Dialoge zwischen den einzelnen Charakteren ja wunderbar. Also, das ist ja wirklich herrlich. Ich meine, wenn Roman mir sagt, ich rieche nach Titten, dann ist es schon wirklich. Also, im Ort des Spiels nicht gerade wenig. Aber das kennt man ja nicht anders von GTA. So, ich bin jetzt mal kurz eine Runde am Safen. Weil ich werde sowieso jetzt versuchen, nach jeder Mission zu speichern. Einfach weil ich es kann. Und ich gerade nicht weiß, was ich tun soll, weil mir wird gerade die Mission angezeigt. Und wer bitte legt sich mit Schuhen im Bett und seinen vollen Klamotten? Naja, okay. Damit Nico sich das Duschen sparen muss, passt das ganz gut, wenn ich glaube, wenn ich mich in Unterwäsche oder allgemeinen Schlafanzug oder was auch immer da in so ein Bett liege, müsste ich mich ja jeden Morgen duschen wahrscheinlich. Oder heißt jeden Morgen, jeden Tag dreimal duschen. Okay, Roman. I'm not going to let something else get in the way this time. Where are you? Over on the court, under the L train on Firefly. Bleeder, buddy, you proved your point the first time. Okay, jetzt wird's nochmal richtig kritisch. Jetzt haben wir die Chance, nochmal Emma Roman zu retten. Und diese Chance werden wir am Shop vergreifen. Wir wollen Roman helfen. Und diesen Pennern erstmal ordentlich die Fresse einprügeln. Wenn sich an meinen Cousin vergreift, egal wie bekloppt er ist, der lernt auch gleichzeitig meine Faust kennen. Jetzt heißt es, hurry up! Eieiei, oh! Oh Mann. So, jetzt aber heißt es hier schnell, 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 schnell. Oh, 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 oh. Jetzt heißt es, hurry up. Listen, Daddy is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey, Chief, there he is. Keep him, fat boy, here, and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Jetzt heißt es Mann gegen Mann. Und bam, bam, in dein Face. Und es läuft gerade mal mit 3-4 Frames pro Sekunde. Aber egal.
Der GTA für PC kennt, wird wissen, dass das Spiel gerne mal anfängt zu laggen und Performance-Probleme hat. Und zack. Und bam. Sparta kriegt nochmal und jetzt Karl im Zusammenschlagen. Komm her. Los. Prügel ich mit jemandem in deiner Größe. Du feige Sau. Bam, in die Eier und ins Gesicht. So läuft's ab, Kinders. So, jetzt helfen wir Roman hoch. You are right, cousin. Yeah, fine. Fucking lawn sharks, man. If one more of these gangsters tries to... Speaking of shitheads, here's Darden. Come on, my car is over there. Let's get him. You drive. I don't feel so good. Darden ist der Typ, an den Roman auch noch Geld schuldet. Um diese ganzen Geldprobleme einfach aus dem Weg zu gehen, schnappen wir uns jetzt Darden. Falls unser fetter Cousin auch mal langsam aus den Rippen kommt. Oh. Jetzt aber hier. Zack, zack. Und rechts einbiegen. Und BAM, Alter! In dein fetten Wagen. Ja, hier müssen wir erstmal die beste Alternative erstmal versuchen zu überleben, ne? Wo fährt er denn hin? Nein, oh, yo. Ich will ja keine Waffe, ich kann kein Drive-By machen. Das werdet ihr euch später mitbekommen. Dass man während der Fahrt schießen kann. Ah, jetzt hebt Yumi hier. Was hat denn da am Arsch? Ein Porsche oder was? Mann, mein Taxi dürfte auch nicht gerade langsamer sein als sein Wagen. Boah. Na komm, 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 hinterher, hinterher. Die kriegen wir. Oh, macht der Müllwagen da vorne. Oh, abbremsen, noch ein bisschen einziehen. Oh, Mann. Okay. Lass den Wagen laufen, Roman. Ich bin gleich wieder da. Ich schnapp mir dieses Weichei. Immer diesen Treppen. Komm, den schnapp ich mir. Stay the fuck away from me! Ey, nein. Tritt dir aufs Fenster, als sein muss. Sparta! Oh, das ist Sparta-like hier. Na komm, komm. Sparta! Oh, fuck. Ob er schwimmen kann? Okay, so viel dazu. Wie komme ich jetzt hier runter? Bin ich wieder hoch da? Verdammt! Wie soll ich jetzt... Bug using. Geil. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich mache, richtig ist. Ich fühle mich gerade nur etwas verarscht im Game. YOLO! Erstmal die Kiste knutschen. Ich glaube, ich habe mich da in den Kampf ein bisschen zu sehr reingesteigert. Nun, back to Roman. Oh, nicht dazu. Darden ain't a problem for you no more, cousin. Nice one, cousin. Drive back to the depot. These bruises are starting to pain. Okay. Ein... From now on, cousin. It is all
Plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that simple. Okay, wie wir gerade mitbekommen haben, hat Nico ebenfalls Schulden beim Russen und ist deshalb aus Serbien oder wo auch immer er herkommt, geflüchtet nach Liberty City, um den Schuldner zu entkommen. Insofern ist die Beziehung zwischen Roman und Nico nicht ganz unterschiedlich. Mit dem Unterschied, Nico hat wohl keine Schulden gemacht, beschuldigt ihn aber daran. Und Roman macht aber Schulden und weiß es auch. Also die Einsicht zur Besserung ist bei Nico da, bei Roman aber nicht, sagen wir mal so. Oder wenn es die Einsicht, was gemacht zu haben. Ach man, hast du die Tür offen geklaut? Eh kein Auto. So ein Dreckwagen geklaut, der ist echt sofort zum Laufen wahrscheinlich. So. Hiermit beende ich jetzt mal den Part und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und tschüss.